Heute geht es um Emanzipationsgedöns, so habe ich das genannt. Ich weiß den hochdeutschen Ausdruck nicht. Emanzipationsgelaber oder so würde man es vielleicht auf Hochdeutsch übersetzen. Ich weiß nicht, ob du, je nachdem, wo du herkommst, mit Gedöns was mit anfangen kannst. Also Gelaber wäre so ein hochdeutscher Ausdruck dafür. Also mit dem Thema Emanzipation. Die Emanzipation der Frau, die Gleichstellung, die Gleichberechtigung und ja, die Befreiung von der Abhängigkeit. So steht es, glaube ich, auch im Wörterbuch. Ich habe mit diesen Dingen nicht wirklich was am Hut, auch wenn ich keinen Hut trage. Ich will damit sagen, ich habe mich noch nie um eine Emanzipation gekümmert oder so, weil für mich ist und war es schon immer ganz selbstverständlich, dass ich auf meinen eigenen Füßen stehe, dass ich für mich selbst verantwortlich bin und dass ich nicht die Verantwortung abgebe, wenn ich mich dazu entscheide, mit einem Mann mein Leben zu teilen. Also wir sind ja jetzt auch schon seit 1995, also schon ein paar Jährchen zusammen, haben gemeinsame Kinder, aber für mich wäre es nie in Frage gekommen, überhaupt auf die Idee zu kommen, dass mein Mann jetzt für mich verantwortlich ist. Geschweige denn, dass ich nicht selbst entscheiden kann oder entscheiden möchte, wie soll ich das jetzt sagen, wie mein Lebensweg ausschaut. Also ich bin da vielleicht auch so geprägt aus meiner Kinderstube. Meine Mutter war immer total abhängig von meinem Vater und so als Teenager, als es darum ging, mittags mal mit Freunden sonntags mittags ins Kino zu gehen. Bei uns war es sonntags immer so, mein Vater hatte gekocht, also das Essen vorbereitet. Meine Mutter hat mit Kochen nicht ganz so viel am Hut gehabt, auch wenn sie keinen Hut getragen hat. Aber das war sonntags immer so ein Ritual von meinem Vater. Der hat also morgens früh schon das Essen vorbereitet, so den klassischen Rollbraten und was es da sonntags so dann eben gab, den klassischen Braten einfach. Danach gab es dann für ihn den Frühschoppen. Dann kam er nach Hause, dann gab es Mittagessen und dann lag er auf der Couch und hat ja sein Mittagsschläfchen gehalten. Und von der Uhrzeit her, ich weiß es nicht mehr, war es 2, 3 Uhr oder so, da standen halt einfach oftmals meine Freundinnen vor der Tür, um mich abzuholen. Im Dorf gab es ein Kino, um ins Kino zu gehen, und ich habe dann immer gerade Taschengeld bekommen. Es waren damals 5 Mark. 4 Mark hat das Kino gekostet und da war noch so eine Kneipe nebenan und eine Mark für ein Cola. Das war so mein Taschengeld. So. Mein Vater hat mir dieses Taschengeld aber morgens nie gegeben. Sonntags morgens schon, sondern immer erst mittags. Aber mittags war der dann so im Tiefschlaf auf der Couch versunken, dass ich ihn dann kaum wach bekommen habe. Die Freundinnen standen vor der Tür. Ich war schon so außer mir und so verweint dann vor Verzweiflung einfach. Meine Mutter, die hatte einfach auch nie Geld und die hätte sich auch nicht trauen dürfen, mir dann Geld zu geben. Also ich musste mich da auch bei meinem Vater auch immer abmelden. Und das waren für mich immer so total schlimme Situationen in meinem Leben damals, dass ich wohl damals die Entscheidung getroffen habe, ich werde mich nie, 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 nie in meinem Leben von einem Mann abhängig machen, sondern immer auf meinen eigenen Füßen stehen, mein eigenes Geld haben, mein eigenes Konto haben. Deshalb sind diese Dinge für mich so ein bisschen befremdend. Und ich möchte das hier mal so ein bisschen zum Thema machen, so als Anregung für dich, weil mir so oft Frauen gegenüber sitzen in einem, ja, ich sag mal, lebenserfahrenen Alter, so die 50 schon bei weitem überschritten, wie ich ja eben auch, und die mir dann auch sagen, ich würde so gerne meinen Seelenplan leben. Ich weiß überhaupt nicht, wo mein Herzblut ist. Ich habe schon Burnout, ich habe schon die Diagnose grüner Star bekommen. Ich habe schon ständig Migräne und Kopfschmerzen. Ich bin sowas von energielos. Ich weiß überhaupt nicht, wie ich mein Leben überhaupt noch wuppen soll. Und das kommt ja nicht von ungefähr. Das kommt ja eben, weil man die letzten Jahre im Hinblick auf Burnout vieles gemacht hat, was einem Energie geraubt hat.
im Hinblick auf grüner Star oder Augenprobleme, die hatte ich ja auch mal in meinem früheren Leben, weil es einfach Dinge im Leben gibt, wo man eigentlich gar nicht mal hinschauen soll, hinschauen möchte, weil man eigentlich was anderes an Lebenswirklichkeit sehen möchte. Oder Rückenschmerzen, das ist diese ganze Last, die man ja energetisch mit sich rumträgt. Oder Bluthochdruck, klagen ja auch viele drüber. Da ist einfach energetisch gesehen der Druck im Leben, den man sich selbst ja letzten Endes aber auch erschaffen hat, so hoch, dass der Körper einfach ja Bluthochdruck generiert hat. Um es spirituell auszudrücken, vielleicht auch im Einklang mit der Seele, um einen wachzurütteln. Die Seele möchte einen da über den Körper wachrütteln. Hey, schau mal hierher, du lebst nicht das Leben, was deinem Herzen entspricht. Und dann sitzen mir erwachsene Frauen gegenüber, die so, so gerne ihren Weg gehen möchten, wo sie jetzt endlich so einen Funken haben, in dem Falle durch mich, aber es gibt ja noch andere Coaches, Mentoren in dem Bereich. Bei anderen geht das wahrscheinlich genauso. Und das tut mir immer so in der Seele weh, die entdeckt haben, jetzt habe ich mal jemanden, der mir wirklich helfen könnte. Und dann kommt der Satz, ich bin von meinem Mann abhängig, ich muss meinen Mann erst fragen. Wenn jetzt so bislang die Situation denn so war, dass es einfach, und ich meine, das mag bei den meisten so üblich gewesen sein, ich bin da immer schon ein bisschen aus der Rolle gefallen, zu heiraten, ein Konto, eine Wohnung, ein Tisch, zwei Stühle, also alles teilen. Und sich da total abhängig machen und überhaupt nicht mehr auf eigenen Füßen stehen oder vielleicht vom Mann ein bisschen Taschengeld kriegen. Ja, das ist alles so ein bisschen weltfremd für mich. Was heißt weltfremd? Es ist nicht in meiner Welt war das nie drin, um es mal so zu sagen. Ich weiß, es ist bei vielen so üblich. Aber warum bitte? Gibt Mann oder Frau so die Verantwortung an einen Mann ab, an einen Partner, wenn sie ihn dann fragt, du, ich habe jetzt die Chance, endlich hier mal unser Leben auf ein anderes Level zu bringen, weil ich meinem Seelenplan folgen möchte und habe auch einen Mentor jetzt gefunden, die mir dabei helfen kann. Und dazu braucht es jetzt Summe X und der Mann sagt dann, nö. Habe ich kein Verständnis für. Und dann gibt diejenige wieder ihre Träume auf. Und letzten Endes ist es ja auch oft so, dass Partnerschaften, Ehen auseinandergehen, weil beide einfach unzufrieden sind. Weil beide einfach total unzufrieden sind mit ihrem Leben, mit ihrer Situation. Und dann fängt man an zu streiten. Und sucht in dem Partner das, was einem selbst fehlt. Und dann kommt es einfach zu diesen Streitereien und zu dieser noch mehr Unzufriedenheit. Und dann gehen doch viele Ehen letzten Endes oder Partnerschaften auch deshalb auseinander. Letzten Endes ist es doch so, wenn du deinen Weg gehst und in deiner Partnerschaft jetzt auch schon merkst, da gibt es Bereiche, die überhaupt nicht prickelnd sind. Schau mal, wenn du deine Entscheidung triffst, du gehst jetzt deinen Weg, du begibst dich auf deinen Herzensweg, du entdeckst, was dich ausmacht, deine Einzigartigkeit, dein Potenzial. Wie attraktiv wirst du dann denn bitte für deine Familie, für deinen Mann, der mit Sicherheit dann, das habe ich schon so oft erlebt auch, der Erste ist, der dann mit im Boot ist und sagt, du Schatz, machen wir jetzt gemeinsam, will jetzt auch meinen Seelenplan entdecken, dass wir den gemeinsam hier leben. Dann ist doch das noch mal ein ganz anderes Miteinander und eine ganz andere Lebensqualität für beide einfach. Denn letzten Endes ist ja auch der Partner so gesehen auch immer nur der Spiegel von den Dingen, die in einem drin sind, die man vermisst, die man gerne haben möchte im Leben und der Partner spiegelt es einem oftmals vor oder eben er ist so auch unzufrieden mit der Situation, dass letzten Endes stehen nicht die erwachsenen Menschen gegenüber und streiten, sondern
die inneren unzufrieden Kinder stehen sich gegenüber und streiten. So, und dann erlebe ich so oft, dass Frau dann sagt, ich habe meinen Mann gefragt, ob er mir das Geld jetzt gibt. Der hat kein Verständnis dafür, deshalb kann ich es mir jetzt nicht leisten. Und dann zieht Frau sich wieder zurück ins Schneckenhaus. Und was geschieht denn dann? Werden die körperlichen Symptome dann besser damit? Wird die Unzufriedenheit damit weggewischt? Wird die Partnerschaft dadurch besser? Eher nicht. Und dann lebt man so weiter vor sich hin. Irgendwann geht es vielleicht doch auseinander und irgendwann denkt man dann, ja, hätte ich doch nur. Statt die Entscheidung zu treffen, okay, ich habe mich jetzt zwar die letzten Jahre abhängig gemacht, auch finanziell von meinem Partner, aber ich nehme mein Leben jetzt selbst in die Hand und suche mir dann andere Möglichkeiten, mir die finanziellen Mittel zu generieren und jetzt endlich mal in mich, in meine Persönlichkeit zu investieren und meinen Weg zu gehen, nicht nur in meinem Sinne, sondern eben auch im Sinne für unsere Partnerschaft, für unsere Ehe, für die Familie, dass ich auch den Kindern mal noch im Nachhinein vielleicht noch was anderes mit auf den Weg geben kann. Macht das Sinn? Ich möchte jetzt hier einfach mal so unter dem Tenor Emanzipationsgedöns dich da mal so ein bisschen herauskitzeln und wachrütteln, wenn du bislang auch so in der Situation bist, dass es bei dir halt die letzten Jahre üblich war, dich von einem Mann total abhängig gemacht hast, von deinem Mann, von deinem Partner, dann denk vielleicht mal drüber nach, wie du dich jetzt auch noch, egal wie lebenserfahren du bist, in kleinen Schritten auch auf deine eigenen Füße stellen kannst. Und das heißt bitte nicht, diese Prägung, die kenne ich auch nur zu gut von meinen Gedanken, von meinem Köpfchen, als ich mich auf meinen Weg begeben habe, da waren natürlich auch Ängste da, geht das jetzt nicht auseinander, wenn ich so meinen Weg gehe. Genau das ist der Knackpunkt, was ich eben schon erwähnt habe. Wenn du deinen Weg gehst, wenn du mit dir im Einklang bist, du mit dir zufrieden bist, in deiner Mitte ruhst und das machst, was dir Freude macht, dann bekommst du Energie, dann haben viele verschiedene Disharmonien keinen Grund mehr, sich in deinem Körper zu zeigen. Und auf welchem Level bringst du denn dann deine Ehe, deine Partnerschaft? Nur du darfst für dich doch bitte eine Entscheidung treffen. Du bist doch volljährig. Wo bleibt da das Thema Emanzipation? Wo bleibt da deine Gleichberechtigung? Wo bleibt da deine Selbstständigkeit, deine Selbstbestimmtheit, die Liebe zu dir selbst, dass du dein Leben selbst in die Hand nimmst? Und bitte verabschiede dich von dem Gedanken, dass dann deine Partnerschaft erst recht auseinandergeht. Im Gegenteil, sie wird belebt. Sie wird belebt, du hast wieder neue Themen mit deinem Partner, ihr habt wieder ein Gesprächsthema. Das ist doch auch so oft der Fall, ups, jetzt hat die Kamera sich umgestellt, das ist doch auch so oft der Fall, das beobachte ich manchmal so amüsant, wir gehen heute Abend auch nochmal zusammen essen mit einem befreundeten Ehepaar, die wir ja kürzlich in der Stadt getroffen haben. Ich glaube, wir haben uns schon 10 Jahre oder so nicht mehr gesehen oder 15 Jahre kann es auch schon sein. Und wenn wir so im Restaurant sind und schauen so rundum, oftmals ist es so, man kann genau sagen, das Pärchen ist erst seit kurzer Zeit zusammen und das hier ist ein älteres Ehepaar, die hocken sich stumm gegenüber, kurzer Wortwechsel, wenn überhaupt, und das war's. Hey, wenn beide das Leben leben, was ihnen Freude macht, dann ist doch immer ein Gesprächsthema da, dann ist doch immer Kommunikation und Austausch auch da. Und das wollen wir doch letzten Endes. Wir wollen doch weder unser Leben an uns vorbeiziehen lassen, dass das Wertvollste ist, was wir überhaupt haben, noch wollen wir einen Partner an unserer Seite haben, wo jeder so vor sich hin lebt und jetzt mal ganz krass ausgedrückt, dass man eigentlich schon tot ist und irgendwann noch beerdigt wird. Das kann es doch nicht sein, das kann doch nicht der Sinn unseres Lebens sein und auch doch nicht der Sinn deines Lebens, dass du im erfahrenen Alter dich abhängig gemacht hast von der Meinung, von der Auffassung, geschweige denn von den Finanzen
von einer zweiten Person, in dem Fall von deinem Mann. Bitte lass das mal auf dich wirken und geh mal in die Eigenverantwortung. Und das geht. Das geht. Verabschiede dich von dem Gedanken, dass deshalb deine Partnerschaft da irgendwie auf dem Spiel steht. Im Gegenteil, sie wird belebt. Sie wird, ja, man könnte auch fast sagen, nochmal im neuen Frühling erstrahlen, wie auch immer man das jetzt nennen möchte. Okay? Also, dass man heute Morgen oder heute Mittag haben wir schon. Ich habe überhaupt kein Zeitgefühl, weiß gerade gar nicht, wie viel Uhr es ist. Egal. Das sind meine Gedanken heute mal, die ich mit dir teilen möchte zu dem Thema Emanzipationsgedöns. Ganz liebe Umarmung. Tschüss, bis ganz bald.